Ayo, was geht, Bruder Alkam, Stadt für euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zu einem weiteren Special-Video zu Resident Evil 3 Remake. In der letzten Folge habe ich euch ja die legendäre, Legendenpistole, der Samurai Edge, die Samurai Edge vorgestellt, welches man im Remake von Resident Evil 1 spielen konnte, beziehungsweise welches die Primärwaffe war. Die habe ich euch im letzten Video vorgestellt und heute stelle ich euch die unendlich Schusspistole, die MUP, vor. Die hat unendlich Schuss, das bedeutet, ihr habt ein volles Magazin mit 16 Kugeln und unendlich Reservemunition. Diese Waffe werde ich euch heute vorstellen und zeigen, was die so kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Game. So, und hier sind wir schon. Hier ist die MUP-Pistole. Ich zeige sie euch nochmal im Detail. Das ist eine unendliche Schusspistole, wie schon erwähnt, und wir lesen mal kurz, was in der Beschreibung steht. Eine gut ausbalancierte 9mm Pistole mit 16 Schuss. Dank ihrer überragenden Genauigkeit wird sie von vielen Armeen eingesetzt. Ja, das ist eine legendäre Armee-Pistole, die sollte man kennen aus diversen Call of Duty-Teilen oder Battlefield. Und die hat, wie man hier schon sieht, unendlich Schuss. Und wenn ich jetzt hier schieße, ne, und kann ich durchgehend ohne Probleme die ganze Zeit nachladen. Also, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich zeige euch mal, wie diese Pistole performt. Die ist nicht so stark wie die Samurai Edge, also die macht normal 3 Hit in den Kopf Tötungen anstatt die Samurai Edge, die macht 2. Aber wie schon erwähnt, bei der Edge muss man halt die ganze Zeit nachladen, beziehungsweise man hat die ganze Zeit Munitionsmangel und vor allem in schwierigeren Schwierigkeitsgraden, wo die Munitionknappheit auf jeden Fall ziemlich prägnant ist, macht diese Pistole auf jeden Fall einen unglaublich guten Job und kann einem auf jeden Fall sehr, sehr oft aus der Patsche helfen. Und das macht auf jeden Fall das Durchspielen auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich einfacher. So, jetzt kommen die ganzen Zombies hier. So, kommt der kleine Schwanzgesichter. Moment, dann würde ich sagen, ich mache hier mal den hier. So, wunderbar. Und klatsch den hier weg. Großartig. Und jetzt kommen die ganzen anderen Patienten. Ich finde die persönlich, wie gesagt, richtig cool. Und ich habe meinen zweiten und dritten Run mit der auch komplett gemeistert. Und konnte auch richtig schön Munition sparen dann für Nemesis. Die ganzen Granaten, die ganzen Munition für die Schubflinte, für die AR. Und hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Also die Waffe ist auch wirklich, die ist wirklich nicht irgendwie schwach oder so. Die macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Ist, wie gesagt, auf dem Level einer normalen Glock. Und macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Vor allem, weil man halt wirklich unendlich viel Munition hat, kann man hier durchballern wie der letzte Psycho. So, jetzt steht der Kollege auf. Wunderbar. Klatschen wir den weg. Und die Fotze, wundervoll, wunderbar. Jetzt noch der Kollege. Toll. Also die Waffe fühlt sich sehr, sehr gut an. Und die kostet auch ein bisschen was. Ich glaube 7.000 oder 8.000 Punkte. Hat man gerade vorhin am Anfang, glaube ich, des Videos gesehen, ist halt, sage ich mal, eine relativ teure Waffe, aber wenn man die ganzen Challenges macht, wie zum Beispiel das Spiel unter 2 Stunden durchspielen oder mit diversen Waffen so und so viele Kills machen, bekommt man die Punkte relativ schnell beisammen und man kann sich die dann auf jeden Fall easy ohne Probleme kaufen. Ich weiß nicht, ob man jetzt Punkte bekommt, wenn man das Spiel einfach normal durchspielt. Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht richtig drauf geachtet. Ich habe dann die ganzen Challenges immer pro Run gemacht und dementsprechend konnte ich die ganzen Punkte sammeln, um mir diverse Waffen zu kaufen. Ich werde auf jeden Fall nochmal das Spiel das ein oder andere Mal nochmal durchspielen, um die Punkte für das Messer zu sammeln, welches die Gegner ja in Feuer aufgehen lässt. Was ziemlich cool ist. Und ich freue mich schon drauf, euch dann diese Waffe auch dann zu präsentieren. Und ja, jetzt haben wir dieses Ding auf jeden Fall aufgehoben. So, jetzt ist der Kollege noch wach. Bitte schön, beißen Sie bitte ins Gras. Du auch, meine Liebe, Sie sind hässlich wie Scheiße. So. Dann gehen wir nochmal zum Punkt, wo ich immer spiele. Die Munition lasse ich mit Absicht links liegen, weil ich die nicht brauche aktuell. So, perfekt. Also wie gesagt, die Knarre macht auf jeden Fall richtig Bock und kann man auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man ein bisschen Spaß haben will mit diversen Kollegschaften hier, um die ganzen Zombies, die Hirne wegzuschießen, dann kann man hier auf jeden Fall damit sehr viel Spaß haben. So, jetzt gehen wir nochmal hier durch die Tür. Nehmen wir uns den Schneiderbolzen. Wunderbar.
Genau, jetzt ist der Kollege hier drin. Machen wir hier die Tür auf. Und Servus, mein Lieber. So, und das soll es auch mit dem Run und mit dem Video gewesen sein zur MOP-Pistole. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde die Knarre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und damit macht das Spielen auf jeden Fall nochmal viel Spaß, weil man einfach ja ein Handicap, zum Beispiel die Munition, Knappheit einfach dadurch nicht mehr hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut dann beim nächsten Video dann nochmal vorbei. Ich mache euch noch auf jeden Fall zwei Videos, wo ich euch noch zwei Waffen vorstellen werde. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video zu Resident Evil 3 Remake. Bis dann, checkt die mit zum Fick-Duden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.